Heute koche ich mit euch Gulasch. Dafür braucht ihr ordentlich Zwiebelwürfel, eine kleine Flocke Butterschmalz. Die schmort ihr 30 Minuten, schön wenden und währenddessen schneidet ihr den Watschinken oder besser bekannt als Hesse oder Schenkel des Rindes. Es funktionieren aber auch andere Teile des Rindes. Hauptsache schön, fett und durchwachsen. Zauberwort bei den Zwiebeln ist Zeit. In den Mörser gebt ihr Majoran, Knoblauch, schwarzen Pfeffer und braunen Zucker. Zu den Zwiebeln kommt Paprika edelsüß, Tomatenmark, die Paste aus dem Mörser und Salz. Verrühren und eine Minute anschwitzen, einen ordentlichen Hieper Rotwein und einreduzieren lassen. Jetzt gebt ihr Brühe dazu, Fleisch einfach rein, zu guter Letzt gemahlenen Kümmel, Lorbeerblätter, eine Scheibe Zitrone, Beinscheiben auch mit Garn, Deckel drauf und im Ofen oder auf dem Herd circa 2,5 Stunden schmoren. Ihr habt genau richtig gesehen, das war die Zubereitung vom Wiener Saftgulasch. Fleisch kann man anbraten. Muss man aber nicht. Jetzt Beinscheiben, Zitrone und Lorbeer entfernen. Die Bindung im Saftgulasch kommt von den Zwiebeln. Was würdet ihr dazu essen? Und kleiner Tipp, aufgewärmt schmeckt das Ganze nochmal viel leckerer.